Für mein Eisbild habe ich jetzt hier so ein Achteck genommen. Das ist ein Deckel von einem Salat, den ich mir geholt habe. Aber es gibt ja die verschiedensten Formen, die ihr nutzen könnt. Ihr solltet nur darauf achten, dass hier der Deckel nicht so nach oben reingeht, weil dann bekommt ihr die Bastelarbeit nicht mehr hinaus. So, ich habe hier Sterne. Das ist so ein Plastikmaterial. Die lege ich ins Wasser. Das Wasser, wie ihr seht, habe ich hier schon so mit der Flasche eingefüllt. So, dann sollen die Sterne da reingelegt werden. Mal gucken, wie ich diese positioniere. So, vielleicht noch einen kleinen oder die drei. So, ein kleiner kommt dazu. Und das lasse ich jetzt so draußen stehen, bis das gefroren ist. Ich muss allerdings vorher noch ein Band einlegen. Und zwar mache ich das so, dass ich hier die Enden zusammengeklebt habe. Das ist ein Bändchengarn. Ihr könnt alles Mögliche nehmen, eine Kordel oder ein Draht. So, den lege ich, das lege ich jetzt hier so rein. Und dann sollte das mitgefrieren. So, hier habe ich jetzt das Unterteil von dem Salatteller. Da habe ich auch schon Wasser reingegossen. So, ich habe hier jetzt mal, das ist ein Versuch. Das ist ein Nikolaus, den habe ich mal irgendwann aus Moosgummi gebastelt. Ich weiß nicht, der wird nicht in das Wasser reinsinken, aber er wird darauf schwimmen. Ich tauche ihn mal ein bisschen. Also er wird schwimmen und ich kann ein paar Weihnachtsästchen, so die bleiben drin, damit er so die Form in der Mitte behält, kann ich das so ein bisschen beeinflussen, indem ich hier so ein bisschen Tannengrün vielleicht noch reinsetze. So. Da muss man wie gesagt wissen, wenn es nachher taut, wird er als erstes runterfallen, dann muss ich ihn wieder aufheben. Also bei den Eisbildern sagt man eigentlich, soll man Naturmaterialien einlegen, weil die auf den Boden fallen und dort bleiben können. Ich habe das in meinem Garten aber so, wenn ich andere Sachen reinsetze, die kann ich mir auch wieder rausholen. Also ich weiß genau, wo sie runterfallen und wie viel es sind, dann hole ich mir die Sachen runter. Dies ist jetzt wie gesagt ein Versuch. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Bändchen. So, das lege ich hier so mal unter den Nikolaus, so dass das auch schön mit einfriert. So, das ist die zweite Art von einem Eisbild. So, ich habe hier schon mal so Wasser eingefüllt, das hat ungefähr eine Höhe von 2,5 cm. Also unter 2 cm finde ich, sollte es nicht sein, dann bricht das Eis sofort gleich durch. Ich habe hier mal eine Stoffblüte gebastelt, die ist in einem Video bei mir vorhanden. Die nehme ich jetzt mal nur so als Idee. Damit die ein bisschen beschwert wird, habe ich von unten mal 5, 6 Perlen aufgereiht auf einen Draht und aufgeklebt. So, ich versuche mal die jetzt in die Mitte zu setzen, ob die da bleibt oder ob die schwimmt. Ja, sie schwimmt, sie sackt so ein bisschen ein. So, muss ich gleich vorsichtig weitermachen und dann passt ja zu dieser Blüte passen, oder ich lasse sie diese Blüte mal einfach nur so, wie sie ist. Man wird sehen, ob das später geht, wenn es gefroren ist. Das sind jetzt Versuche. Wir müssen uns nachher die Ergebnisse angucken. Also das muss jetzt über Nacht auf jeden Fall draußen stehen bleiben. Das Band muss ich noch dran machen. So, das lege ich hier so ein. Das Bild Nummer 4 gieße ich jetzt schon mal hier Wasser rein. So, wie gesagt, so mindestens 2 cm soll es auf jeden Fall sein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich hier ein Holzflügel, ein Engelflügel. Wenn ich den da drauf lege, schwimmt der wahrscheinlich. Ja, seht ihr, der schwimmt. Ich möchte den aber so ein bisschen im Wasser halten. Ich habe hier mal ein 2-Euro-Stück. Hier ist ja auch die Öffnung für den Flügel. Dann könnte das eine Perle sein. So. Ja.
die Flügel heben sich noch etwas. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so lasse. Dann ist es ein bisschen im Wasser und guckt ein bisschen vor. Ansonsten legt er hier noch irgendwelche Perlen drauf. Damit so ein bisschen nach Weihnachten aussieht, habe ich hier noch so kleine Zweige. Lege ich vielleicht einfach mal nur einen dazu. Oder hier unten auch noch so einen kleinen, damit es so ein bisschen nach Weihnachten auch aussieht. So, mal schauen, wie das Bild so ist. Das Band muss ich jetzt noch reinlegen. Das ist natürlich günstig. Ich kann das vielleicht sogar unter den Stern, unter diese Münze mit so befestigen. So, so müsste das gehen. So, hier versuche ich nun ein kleines Geldgeschenk zu fertigen. Und zwar habe ich Sterne. So, die schwimmen natürlich. Und damit die nicht schwimmen, habe ich überlegt, ich lege mal ein Euro-Stück drauf. Ja, das hält. Das kann auch ein 2-Euro-Stück sein. Das ist ganz egal. Das kann man ja den Kindern mal mitbringen, so ein Bild. Und dann können sie das auftauen lassen und dann haben sie ein bisschen was fürs Sparschwein. So, ich hatte gerade nicht genug 1-Euro-Münzen, dann muss ich also hier nochmal 50 Cent nehmen. So, und wenn das jetzt so friert, kann man es für die Kinder mitnehmen und sagen, so, hier habt ihr ein bisschen Taschengeld. Ihr könnt natürlich daneben auch noch Münzen einfrieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, dann friere ich hier das Aufhängeband ein. So, und dann wäre die Bastelarbeit eigentlich soweit fertig. So, bei diesem bin ich jetzt ganz anders verfahren. Und zwar, hier habe ich eine kleine Plüschfigur, einen Schneemann. Und der schwimmt ja garantiert auf dem Wasser. Deswegen hat er bei mir jetzt mal ein Bad genommen und ist so ein bisschen mit Wasser getränkt. Daneben habe ich einen Stern gelegt. Der Schneemann hatte schon ein kleines Band an der Mütze. Das lasse ich raushängen, so zum Aufhängen. Und jetzt gieße ich da mal Wasser drüber und jetzt bin ich gespannt, ob der liegen bleibt. Oder ich muss ihn noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der muss noch ein bisschen Wasser ziehen, sodass er wirklich unten liegen bleibt. Das dauert bestimmt einen Moment. Der Stern kann ruhig oben schwimmen, das macht nichts. Aber der Schneemann sollte sich vollsaugen. Das braucht wahrscheinlich jetzt eine Zeit. So, ich weiß gar nicht, ob schon ganz durchgefroren ist. Ich versuche es mal rauszunehmen. So, ich drehe es mal um. Ganz vorsichtig. Oh, es fällt aus diesen Schalen so raus. Das ist doch optimal. Oh, das ist super geworden. Ja, ich hänge es mal draußen hin, dann könnt ihr schauen, wie das durchscheint. So, hier habe ich einige Münzen hier eingearbeitet. Dieses Geschenk kann ich heute einem Kind mitbringen. Dann hat es ein bisschen Taschengeld, wenn das Eis wieder geschmolzen ist. So, hier ist eines meiner Eisbilder. Ich finde, das ist ganz schön geworden. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Wasser man nimmt, umso länger braucht das natürlich. Dann braucht es vielleicht einen ganzen Tag und die ganze Nacht, bis das gefroren ist. Diese Blume liegt so ein bisschen oben auf, aber das finde ich auch ganz schön. Ich habe ja verschiedene Sachen ausprobiert. Dann schaut mal, was da so bei rumgekommen ist. So, dieses Bild hat ja die Sterne, die farbigen. Also was Farbiges im Eis leuchtet natürlich auch sehr gut. Ihr könnt natürlich auch Früchte, Beeren, sowas einfrieren. Also das gefällt mir ganz gut. Auf diesem Bild ist auch noch ein bisschen Raureif von heute Morgen aufgesetzt. Ja, diese Bastelarbeit. Mal schauen, wie lange es so kalt bleibt draußen. So, hier kommt der Flügel sogar ein bisschen aus dem Eis raus, weil das Holz natürlich schwimmt. Also was noch nicht ganz so optimal ist, ist die Halterung. Eigentlich wäre es schöner, wenn der Faden von hinten und vorne reinkommt. Vielleicht muss man einen Stöpsel oder einen Nagel mit einarbeiten und nachher nachträglich noch das Band durchziehen.
Versucht mal euer Glück, vielleicht habt ihr die passende Lösung. Dieser Nikolaus aus Moosgummi, den habe ich vor ein paar Jahren mal gearbeitet, der schwimmt natürlich auf dem Wasser, aber verbindet sich trotzdem mit dem Bild, also mit dem Eis. Also wenn es anfängt zu tauen, wird er natürlich als erstes runterfallen, aber wenn es erst so kalt bleibt, dann bleibt er schön darauf sitzen. Da ich bei diesem Eisbild etwas mehr Wasser verwendet habe, damit die Figur ja auch richtig eingetaucht ist, muss die natürlich etwas länger stehen. Ihr merkt das schon, wenn ihr das Bild in die Hand nehmt mit der Form, ob das Wasser schon ganz gefroren ist. Dann nehmt, wenn es nicht gefroren ist, dann lasst ihr die Bastelarbeit noch ein bisschen draußen stehen. Ansonsten finde ich diese Idee auch ganz witzig. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dieses Video soll euch nur anregen, mal so ein Eisbild zu machen. Ihr könnt das in rund, in quadratisch. Also schaut mal, was arbeiten, schaut mal, was ihr für Formen habt. Und ihr könnt auch Beeren und Laub, irgendwas mit den Kindern dort einarbeiten, Nüsse vielleicht. Also da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Bis bald, eure Angelika Kipp.